Hüpfen Sie nun oder hüpfen Sie nun nicht? Das war für viele heute die fast wichtigste Frage beim Spiel 1. FC Magdeburg gegen den Halleschen FC. Weil das Stadion Probleme mit der Statik hat, mussten die Fans hoch und heilig versprechen, auf den Rängen nicht zu hüpfen. Ob sie Wort gehalten haben und ob es rund ums Spiel friedlich geblieben ist, Heiko Kunzmann mit den Bildern des Tages. Hüpfen heute aber nur draußen, das haben sich diese FCM-Fans fest auf die Fahne geschrieben. Wir versuchen auch ein bisschen zu singen, zu klatschen, aber nicht zu dolle, nicht, dass die Wellen irgendwas kaputt macht. Also wir bleiben friedlich. Hüpfen das mal weg, wir singen nicht mehr. Das ist unser Leben und das Leben auch. Die Stimmung wird immer dieselbe sein, also von daher, ob nur mit Hüpfen oder ohne Hüpfen. Wir dürfen das Spiel gucken, das ist schon mal viel wert. So schnell lassen sich die FCM-Fans den Spaß am Spiel also nicht vermiesen, auch nach dieser für den Magdeburger Fußball aufregenden Woche. Am Mittwoch hatte die Stadt ein Hüpfverbot für das Stadion ins Gespräch gebracht. Die Statik und damit auch die Zuschauer seien in Gefahr, wenn die Fans rhythmisch auf- und niederspringen. Am Donnerstag verkündete dann FCM-Manager Kalnick den Zuschauerausschluss. Man könne nicht gewährleisten, dass die Fans nicht hüpfen. Gestern dann Krisensitzung von Stadt, Verein und Fans. Man einigte sich, die Fans würden nicht hüpfen, dann könnte das Spiel wie geplant mit Zuschauern stattfinden. Viel Aufregung also um eine an sich schon spannende Partie, Magdeburg gegen Halle. Fast 20.000 kamen zu dem Sachsen-Anhalt-Derby. Die Polizei war mit einem Großaufgebot unterwegs. Mehrere Hundertschaften sorgten für Sicherheit, auch mit Wasserwerfern hatte man sich gerüstet. Das Spiel war so oder so von vornherein als Risikospiel eingestuft worden. Zusätzlich erschwerend kamen natürlich die Ereignisse der letzten Tage hinzu. Wegen des tragischen Todes von FCM-Fan Hannes hatten die Halleschen Fans erklärt, auf einen Besuch des Spiels zu verzichten. So waren nur etwa 300 Gäste im Stadion. Hannes Bruder erinnerte mit einer bewegenden Ansprache an ihn. Ein Appell gegen Gewalt im Fußball und dieser wirkte. Diese Zeichen wurden heute durch die Fans auch in die Realität umgesetzt. Wir konnten keinerlei Störungen rund um das Spiel feststellen. Und was das Hüpfverbot betrifft, alle hielten sich dran. Statt gehüpft hat man Schals geschwenkt und gesungen. Marco Pahl ist bei mir, unser Mann für den Sport und das Sachsen-Anhalt-Derby. Das spielt bei euch eine große Rolle, Marco. Verständlicherweise die größte, Stefan. Ja, nach dem ganzen Gerede von Hüpfverbot und Geisterspiel. Endlich Fußball. 1. FC Magdeburg gegen den Halleschen FC. Legen wir los. Heute wurden die Magdeburger Stadiontore unter Auflagen also doch für die Fans geöffnet. Aber rhythmisches Hüpfen ist ab jetzt verboten. Das wollen die Magdeburger Ultra-Fans so nicht akzeptieren. Sie fordern eine Stehplatztribüne. Ja, insgesamt waren rund 20.000 Zuschauer im Stadion und alle freuten sich auf eine spannende Partie, die bereits kurz nach dem Anpfiff zumindest die Magdeburger Fanherzen hüpfen ließ. Bundesliga-Schiedsrichter Ittrich rollt nur noch die Augen. Das Derby, ein schwerer Arbeitstag auch für ihn. Denn das ist die strittigste Szene. Florian Kahrt mit der Nummer 18 fällt im Zweikampf zu Boden und fordert einen Elfer. Die HFC-Spieler diskutieren und können es nicht fassen. Stefan Kleiner-Heißmann soll hier gehalten haben. Die Zeitlupe zeigt jedoch einen völlig harmlosen Zweikampf. Wo man schon Elfmeter pfeifen im Derby, tut mir leid. Dass man den dann pfeift, ja, weiß ich nicht. Fällt mir nicht so ein. Ja, ich glaube, die Sache ist, dass wir direkt im Blickfeld vom Schiedsrichter sind. Er packt mich am Hals und zerrt mich ein bisschen. Ich nehme den Kontakt an, so kann er mich nicht festhalten. Ich kann nicht zum Ball gehen. Ist direkt im Sichtfeld vom Schiedsrichter. Ich kann nicht nachvollziehen, dass er ihn gibt. Kapitän Marius Sowislo übernimmt Verantwortung. Er tritt an und trifft. 1-0 für den FCM nach 9 Minuten. Zuletzt haben sie öfter bei Elfmetern vergeigt. Jetzt diesen im Derby zu verwandeln, ist enorm wichtig für die Blau-Weißen. Das Stadion ganz ohne Hüpfen im Freudentrommel. Rico Schmidts Spielplan dadurch über den Haufen geworfen. Auf dem Rasen geht es weiter hart zur Sache. Löhmanns Röben sieht früh die gelbe Karte. Und trotzdem, er fault munter weiter. Einen Schritt zu spät gegen Benjamin Pintol. Gelb-Rot hätte die Folge sein müssen. Doch alles Beten und Flehen von Kapitän Jasula nutzt nichts. Die einzige gelb-rote Karte, die es geben musste, war hier an der Außenlinie. Löhmanns Rüben oder ja, wie man ihn ausspricht. Ganz klare Gelb-Rot und er macht natürlich so komplett das Spiel kaputt.
Er ist Schiedsrichter Ittrich. Der FCM jetzt oben auf, hat auch die besseren Möglichkeiten. Kurz vor der Halbzeitpause prüft Sebastian Ernst HFC-Keeper Bredlow. Die blau-weißen Fans honorieren das mit Schunkeln statt Hüpfen. Der HFC will es im zweiten Durchgang noch mal wissen. Rico Schmidt treibt sein Team nach vorn. Und tatsächlich, der eingewechselte Selim Aydemir mit der besten Chance der Rot-Weißen verzieht aber knapp. Trainer Härte freut sich bei jeder vergebenen Gelegenheit des HFC. Doch dann wieder ein Pfiff. Der Schiedsrichter zückt gelb, die zweite für Kapitän Marius Sowislo in diesem Spiel. Er muss runter vom Platz. Ich weiß nicht, ob man da alle gelben Karten geben muss, ob man auch jedes Foul pfeifen muss. Ich rede auch für beide Mannschaften, jetzt nicht nur für uns. Ich glaube, da saßen die Karten sehr, sehr locker. Der HFC aber nicht lange in Überzahl. 12 Minuten später wieder ein Foul, wieder ein Pfiff, wieder eine schnell gezückte Karte. Gelb-Rot für Royal Dominic Fennell. Kurz vor Schluss der Club dann mit der Doppelmöglichkeit zur Krönung. Fabian Bredlow hält großartig. Trotzdem ändert sich nichts am Resultat. Der FCM feiert einen umjubelten 1-0-Sieg in einem legendären Derby. Für den HFC ist dagegen die Serie von 10 Spielen ohne Niederlage gerissen. Und beim FCM wird das groß gefeiert. Aber natürlich ganz ohne Hüpfen. In der Tabelle sind beide Clubs jetzt ein bisschen näher zusammengerückt. Magdeburg springt auf Platz 8, einen Punkt hinter dem 5. Halle. Und wir hören mal rein, was die beiden Trainer zum Spiel sagen. Es war hitzig, es war hochemotional. Es ist klar, dass da auch zur Sache geht. Die Platzverhältnisse im November sind schwierig. Also großer Fußball war nicht zu erwarten, aber Leidenschaft pur von beiden Mannschaften. Wo wir, sag ich mal, am Ende ein Tick auch die glücklichere Mannschaft waren. Aber scheißegal. Also wir haben die 3 Punkte, wir haben den Derby-Sieg. Der hält jetzt ein halbes Jahr an. Dass wir verloren haben, da war Magdeburg das eine Tor besser. Das ist ein typisches 0-0-Kampfspiel gewesen. Einsatz, hohe Einsatzbereitschaft auf beiden Seiten. Magdeburg gewonnen. Glückwunsch an Magdeburg und weiter geht's. Und wir wollen jetzt noch mal das Spiel genauer unter die Lupe nehmen. Dazu begrüße ich im Studio unseren MDR Sachsen-Anhalt-Heute-Fußballexperten Sören Osterland. Willkommen. Hallo. Sören, Sie waren als Co-Kommentator für Sport im Osten im Stadion nach dem ganzen Gerede in der Woche und den Ereignissen der Woche. Wie haben Sie die Atmosphäre im Stadion wahrgenommen? Ja, es ist schon eigenartig, die Fans so lautstark singen zu hören und dann dass kaum Bewegung drin war. Ich denke, bei den Temperaturen hätte es dem einen oder anderen auch gut getan. Ich hoffe, dass der FCM da schnell eine Lösung findet. Dann sollten wir auf die entscheidende Szene des Spiels schauen, den Elfmeter. Wie haben Sie das Ganze gesehen? Ja, entstanden aus einer Freistoßsituation die Stärke des FCM. Dann gibt es eben diesen Zweikampf, wie bei so vielen Freistößen und Eckbällen im Spiel. Und das können wir uns hier nochmal angucken. Da ist die Situation. Sicherlich ist da der Körperkontakt da und auch von dem Arm. Aber für mich aus Trainersicht ganz klar kein Elfmeter. Das Spiel an sich bot ja weniger Highlights beim HFC. Auffällig, es wurde wenig flach gespielt. Da haben wir eine Ausnahme dabei. Genau, eigentlich macht das den HFC auch aus. Dieses flache Kombinieren, hier der Ballgewinn. Und dann eben den Ball schnell an den Boden bringen. Geradlinig und zielstrebig in die Tiefe spielen, flach. Der Pass hier etwas zu weit nach außen, sodass man nicht vernünftig zum Abschluss kommt. Allerdings muss man auch sagen, der FCM hat das sehr, sehr gut verteidigt und die Stärke des HFC so auch gut eingedämmt. Ja, beim 1. FC Magdeburg, da fehlt der Rot gesperrt. Top-Torjäger Christian Beck, hatte das Auswirkungen auf das Spiel der Blau-Weißen? Ich denke, die eingesetzten Offensivkräfte mit Düker, Ernst und Kart haben das sehr, sehr gut gemacht und die Lücke dort auch geschlossen. Wie wir hier sehen, eben auch variabler und flexibler. Schwede kommt hier zum Abschluss. Und das war ja auch das, was wir im Vorbericht angesprochen hatten, dass der FCM dadurch vielleicht auch ein bisschen weniger auszurechnen ist, eben weil man mehr Möglichkeiten hat und auch die technisch feinen Spieler auf dem Platz hatte heute. Dann ziehen wir doch mal zusammen ein Fazit unter das Derby. Wie ist es ausgegangen? Ja, das 1-0 geht, glaube ich, alles in allem dann doch in Ordnung, weil der FCM kämpferisch vielleicht den Tick besser war und der HFC seine Stärken heute nicht so einbringen konnte, wie sie es in den Spielen davor getan haben. Von daher verdienter Sieger, wenn auch nur ganz, ganz knapp, der FCM heute. Ich habe noch mal eine Frage zu den Platzverweisen. Waren das verdiente Platzverweise oder fehlte dem Schiedsrichter ein bisschen das Fingerspitzengefühl? Ich glaube, durch die frühen gelben Karten, so wie Marius Sowislo es auch angesprochen hat, hat der Schiedsrichter sich in der zweiten Halbzeit dann selber ein bisschen in Bedrängnis gebracht und kam nicht anders drum rum. Er ist seiner Linie treu geblieben und dadurch die gelben Karten für mich die ein oder andere fragwürdige Entscheidung heute. Ja. Sören Osterland, vielen Dank an dieser Stelle für die Einschätzung und bis zum nächsten Mal. Gerne. Ciao.